Diese Zauribs bringen dir die Opfer dar. Bist du der Meister in der Tiefe? Der Meister in der Tiefe ist unter uns. Opfer ist nicht sehr schlau. Während der Jungdrache lacht, bemerkst du, wie ein Teil der Schuppen Jungdrachenbrust orange zu leuchten beginnt. Meister machte mich zum Fürsten hier. Bin ich König. Flammen züngeln in seinen Nasenlöchern und seinem aufgerissenen Maul. Ich bin der Gott des Feuers und des Goldes. Okay, was hätten wir denn? Ein paar Fluggeschosse. Können wir noch was anderes Böses? Was macht da eigentlich Triumph des Kreuzfahrers? Ach, Ausdauer. Oh, das ist Oh, jetzt ist Dorens gerade ein bisschen im Nahkampf. Alof gibt ihm dann nochmal. Okay, ein heiliger Glanz, bitte. Okay, Itomak ist bewusstlos, das ist aber halb so schlimm. I'm here. Certainly. In der kohlschwarzen Asche, die sich auf die Mauerwerk gelegt hat, sind vage Gestalten von Gestandenen. Aha. Oh, Schild. Mittlerer Schild. Abwehrgenauigkeit ist schon außergewöhnlich. Und was ist die Halskette? Maximaler Ausdauerbonus. Dorens? Na, Umhang des Schutzes ist besser. Also kann das erstmal weg. Fallen können weg. Der kann das Schild haben. Das passt sehr gut zu ihm. Es bleibt immer noch die Frage, wie öffnet sich die Schatzkammer? Oh, hier ist auf jeden Fall noch was. Ah, noch ein Schutzumhang. Nö, da haben wir alle was Besseres. I'm on the trail. Keine Ahnung gerade. Vielleicht gibt es weiter unten wieder was, womit wir die Schatzkammer öffnen können. Auf jeden Fall wieder immer noch kein Level-Up für uns. Außer ich habe es gerade übersehen. Oder wir kriegen jetzt gleich eins, wenn wir unten angekommen sind. Nee.
54 Erfahrungspunkte fehlen uns noch dafür. Wir müssen uns dem Ziel nähern. Ich kann ihn meinen Knochen fühlen. Außerdem hat sich die Architektur verändert. Ja, das hat sie. Okay, wow, viele Skelette. Okay. At once. Das hier ist definitiv wieder ein Fall für andere Taktiken. Ready, Watcher. Got an arrow for this one. Got it. Hey. Don't even slow it down. Okay. Gut, Alof, kümmere dich mal um den Lava. Skelettzauberer, der hebt nämlich zum Glück nicht viel aus. I'd be glad. So. Level up für Edea und mich. Und dann machen wir das auch gleich mal. So, Einzelmechanik haben wir gesagt. Weiter. Na, das sind jetzt Paladin-Fähigkeiten. Was haben wir denn da? Inspirierender Triumph. Achso, wenn ein Feind niedergestreckt wird, erhalten alle 7%, 7 auf Verteidigung für 10 Sekunden. Nee. Eifriger Fokus und eifriger Sturmangriff brauchen wir auch nicht. Befreiende Ermunterung. Feindliche Effekte, ja, abträgliche Effekte. Schwächung der Unwürdigen. Der Paladin hebt vorübergehend alle positiven Effekte auf, mit denen ein einzelner Feind belegt ist. Die Effekte werden wieder aktiv, sobald die Schwächung der Unwürdigen endet. Ägide der Treue. Passiv. Selbst bezaubert, beherrscht. Charaktere von selbst getroffen. Naja, wenn einer meiner Leute bezaubert, beherrscht oder verwirrt ist und ich ihn schlage, dann ist er's nicht mehr. Verstärkende Ermunterung. Befehle einem Verbündeten, seine Bemühungen zu verdoppeln, wodurch seine Abwehr verstärkt wird. Wiederbelebende Ermunterung. Belebt dein Ziel wieder. Koordinierte Angriffe. Plus 10 Genauigkeit für einen Verbündeten, der das gleiche Ziel angreift. Rechtschaffene Seele. Verteidigung wegen bla bla bla. Und auch die Dauer ist gesenkt. Beschleunigende Ermunterung. Ich glaube, ich nehme rechtschaffene Seele.
Ägide der Treue. Bei den Ermunterungen finde ich jetzt nicht so toll. Eine zweite Aura brauchen wir auch nicht. Inspirierender Triumph ist auch nicht so. Weil es ja nie gesagt, ob ich den Gegner schlage oder ob sie der ist. Deswegen würde ich sagen, rechtschaffene Seele. So, und jetzt Ideas Leveler. Oh, ich habe einen Punkt in Athletik. Verteidiger. Ja, Verteidiger würde ich ihm gerne geben. Was haben wir noch? Energische Verteidigung. Einmal pro Begegnung. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, gepanzerte Gnade. Minus 20% Rüstungsgeschwindigkeitsmalus. Die Waffenspezialisierung brauchen wir nicht unbedingt. Unbeugsam, da. Der Kämpfer bezieht Stärke von seinem eigenen unbezwingbaren Geist, wodurch er 50% der in einem Angriff verlorenen Ausdauer regeneriert. Mhm. Er nimmt also nur halben Schaden für 15 Sekunden, so gesehen. Diszipliniertes Bombardement ist nicht so besonders. Beschützerhaltung ist eine Aura. Brauchen wir also auch nicht. Kritische Verteidigung. Kritische Treffer in Treffer und 10% erlittene Treffer in leichte Treffer ist eigentlich gar nicht schlecht. Vertreibung. Zweimal pro Ruhephase kann er in einem Kegel Wuchtschaden und Niederstrecken. Hm? Furchtlos. Immunität gegen Verängstigung verschreckt. Rein ins Getümmel. Der Kämpfer stürzt sich in die Schlacht und zieht einen Feind. Vertreibung wäre da am besten, ehrlich gesagt. Vertreibung oder... Nee, gepanzerte Gnade erstmal. Gepanzerte Gnade ist gut. Gut. Not a sound. Die Kerle an der Brücke sind noch da. Okay, hier sind auch noch jede Menge Untoter. Also gut, diese Ebene ist nicht sonderlich groß, aber ist voll von Untoten. Wer jetzt anders gedacht? Werfen wir noch kurz hier einen Blick rein. Okay. Gott. Töten wir die noch. Legions are in for a walloping. I shall deal with this one. So, machen wir mal irgendwelche Zauber noch. Gut. Lena. I'd be glad to. Hm, sag mal, fühlst du dich jetzt irgendwie anders? Vielleicht ein bisschen krank? Na, mir geht es gut. Warum fragst du nur? Sterbenskrank wegen deiner Fragen. Naja, ich habe ein bisschen Hunger. Mir geht's gut, warum fragst du? Ich habe
Leute sagen, hören, dass die Ingvitan ihre Knochen für die Diebe verflucht hätten. Anscheinend sind diese Geschichten falsch. Darüber bin ich natürlich froh. Okay. Gehen wir in den Schleichenmodus und dann würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit zu speichern. Das ist jetzt 023. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.